So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen über jüngere und über größere und kleinere Let's Player unterhalten, während wir die Windkartengalaxie gerockt haben, in der es nebenbei noch einen Kometen gibt, der noch nicht aufgetaucht ist. Und in diesem Part, was machen wir denn? So, 3 Sterne will ich noch holen, das wäre eine komplette Galaxie. Ist natürlich die Frage, taucht der Kometen noch auf bis zum nächsten Part? Ach komm, gehen wir in die, gucken wir uns die erstmal an. Ja doch, gehen wir in die Eisvulkan-Galaxie in dem Part. Here we go. Wie sich das gerade angehört hat. Here we go. Wieso mindert er? Na egal. Schlüpfriger Eisberg. Here we go. Gibt's auch einen geheimen Stern? Ah, und einen tollen Boss nebenbei erwähnt. Den mochte ich ja übelst. Aber die Galaxie ist cool. Die Galaxie ist echt cool. Muss ich schon sagen, die gefällt mir richtig. Auch wenn der Anfang jetzt nicht so berauschend ist hier. Hey, Opa! Übst du auch Eisrutschen? Dann lass uns gegeneinander antreten. Kannst du mich fangen? Genau deswegen. Mag ich eigentlich nicht so. Aber gut, müssen wir ja leider tun. Bleib stehen! Also zum Unterhalten eignet sich das Let's Play hier eigentlich hier ganz schlecht, wenn wir hier über irgendwelche Themen reden. Du hast drauf, Opa! Wenn es jemand schaffen kann, dann du! Finde ich jetzt, also das Let's Play, das eignet sich übelst schlecht, sich über Themen zu unterhalten. Da eignet sich schon eher Zelda Four Swords Adventures, aber da komme ich halt nicht dazu, so ein Thema anzusprechen. Im letzten Part, ne, da habe ich mich ja auch übelst beeilen müssen, nachher nebenbei hier, wenn man einmal schüttelt, dann slidet Luigi so episch, für die Leute, die das Spiel nicht besitzen und so. Ne. Habe ich mir ja auch damals angesehen, von dem übelst, war auch jemand mit einer Kiddie-Stimme, aber der hat das Let's Play recht gut rübergebracht und das Ding, und habe ich mir das Let's Play dann auch von den Typen angesehen. Und dann habe ich mir auch wegen den Typen SM64 DS geholt, weil es in den DS-Teil auch um gegen Sterne zu holen und ich da noch keine Wii hatte. Ne? Und ich bin gerade echt so dumm, ne? Wie kann man die hier übersehen? Naja, egal. Sage ich ja auch immer, ne? Wer Leute gut unterhält, kann ruhig mal schlecht sein im Spielen. Und wer gut ist im Spielen und schlecht den Leute unterhalten, das ist dann auch akzeptabel, ne? Bei so einem Let's Play muss man ja nicht beides gut können, aber beides gar nicht können, das ist halt dann so eine Sache, da sollte man sich das Let's Play nochmal ganz groß überlegen, ob man da weitermachen soll. Wenn man wirklich beides nicht kann. Gut unterhalten, wenn man wirklich schlecht die Leute unterhält und auch nebenbei noch schlecht spielt, dann sollte man sich wirklich überlegen, meiner Meinung nach. Dann könnte man vielleicht die Walkthroughs raushauen, die Level kurz davor halt noch ein bisschen antrainieren. Wenn man jetzt unbedingt auf YouTube noch solche Videos machen möchte, soll... Ja, geil. Es soll natürlich auch Spaß machen, das Let's Play. Also man soll es, wie auch im letzten Part schon angesprochen, nicht wegen den Klicks machen, besonders jetzt die neuen Spiele, ne? Kenne ich so ein paar Kandidaten, die extra die 3DS-Spiele spielen wollen, nur weil da eben jetzt total viele 3DS-Titel rauskommen und sie dadurch eben viele Klicks bekommen. Auch wenn es sich gar nicht eignet. Wenn es sich gar nicht auszahlt, also ich würde mir echt nie eine 3DS Capture Card holen. Erstens zahlt sich das nicht aus bei so wenig Abonnenten. Also 100 sowieso nicht, wenn dann höchstens 500 bis 800. Müssen nicht mal die 1000 sein, aber schon die größere Zahl, nicht nur 100. Das ist doch nicht wahr. Ach komm, ich sterbe. Ist doch nicht wahr! Kackfledermäuse!
Aber darüber haben wir uns im letzten Part ja eigentlich schon genug unterhalten. Da muss ich ja jetzt nicht wieder anfangen damit, dass, größere YouTuber die neuen Spiele, auch wenn es überhaupt keinen Spaß macht mit Leuten, dass die das einfach nur wegen Klicks machen, weil die neuen Spiele bringen halt auch Klicks ein. Will ich nicht ausschließen, ne? Weil die alten sind ausgelutscht, die kennt jeder. Luigi Galaxy, ne? Haben nicht viele gemacht, Luigi Galaxy. Aber trotzdem, es kennt jeder Mario Galaxy. Da freut man sich dann halt schon, wenn man jetzt... Ich hab ja... Ach, du darfst doch... Ich rette mich nicht! Ist nicht wahr. Es ist echt nicht wahr. Ich stell mich an wie der größte Vollidiot auf Erden. Vielleicht bin ich's ja auch. Hoffe ich nicht, dass ich es bin. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. So. Das bringt den Frust von Mario Luigi wieder raus. So. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hab ja schon Mario Luigi, Dream Team Bros. Besitze ich ja auch, ne? Natürlich spiele ich das auch. Ich bin jetzt auch beim Finale. Und für die Leute, die eben gucken, es gibt Challenges. Und die Challenges in der letzten Welt, die sind schwer. Also die Herausforderung. Ich muss hier mit einer... Ja! Klar! Euch geht's doch gut, ne, Nintendo? Ja. Friends forever! Danke. Den Schneemann Luigi. Wenn ich jetzt deswegen verkackt hätte, ich hätte dir niemals verziehen. Verziehen? Stimmt das? Stimmt schon, ne? Von der Grammatik her. Dich weg da? Danke. Ich glaube, so ist auch noch niemand hier hochgekommen, ne? Egal, meiner. Der Part ist eh schon viel zu lang, dann wird wieder lustig zum Hochladen. Ja. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben uns wieder über so mehr oder weniger kleines Thema unterhalten. Also wir sind wieder so reingerutscht in ein Thema, wieder rausgerutscht gegen Ende und haben uns richtig behindert angestellt und haben nebenbei einen Secret Star geholt in der Welt. Aber gut, mir egal, ich hafte für nichts. Vielleicht gibt's im nächsten Part ja den Risikokometen in der Windgarten-Galaxie. Können wir uns nicht unterhalten über ein Thema. Oder so, vielleicht rutscht man doch wieder rein und dann stelle ich mich wieder direkt scheiße an. Aber ja, das war's auf jeden Fall für den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss.